Hallo und herzlich willkommen zu eurem Tagesorakel. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und wir schauen jetzt erstmal hinein, was die allgemeine Tagesenergie ist. Sechs Schwerter. Sechs Schwerter bedeuten auf zu neuen Ufern, neue Perspektiven, neue Möglichkeiten, die sich für uns alle heute auftun. Wir setzen uns in Bewegung. Vielleicht wissen wir auch noch nicht genau, wo das Ziel ist. Aber ich kann sagen, hier kommt in jedem Falle in ganz viele Dinge, auf die du vielleicht auch schon wartest, jetzt Bewegung rein. So, haben wir mal die Tagesenergie stehen. Heute machen wir es mal anders. Nehmen die alten Skatkarten, die meine Oma damals für mich gemacht hat, und lege für jedes Element, respektive fangen wir natürlich an mit dem Element Feuer. Und legen da drei Karten raus. Das Element Feuer, das besteht aus den Sternzeichen Widder, Löwe und Schütze. Heute wird es ein schnelllebiger Tag werden für euch, ja, wenn ihr zu diesen Sternzeichen gehört oder wenn euer Aszendent oder Mond in einem dieser Sternzeichen steht, dann bewegt sich der Tag heute sehr schnell. Kleine freudige Überraschung, dennoch die Warnung vor einer Pikdame hier, vor einer falschen weiblichen Person. Hier liegt ein bisschen Ärger mit dieser Person auf. Also ein bisschen nicht zu blind durch den Tag laufen. So, für das Element Erde. Oh, auch hier der kleine Weg. Also der Tag wird relativ schnell vorangehen. Auch hier positive kleine Überraschungen. Und eine männliche Person sendet euch hier ganz positive Zeichen. Der Karo-König ist immer ein äußerst dynamischer, feuriger Geselle. Und ja, das Ganze trifft zu für die Sternzeichen Stier, Jungfrau, Steinbock. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es für die anderen Sternzeichen aussieht, nämlich für die Luftzeichen. Und die Luftzeichen sind Zwillinge, Waage und Wassermann. Oh, nur rote Karten, das ist schon mal immer gut. Positive Nachrichten im Bereich des Berufes, der Finanzen, des Studiums. Vor allen Dingen der Morgen wird euer sein, ja. Mehr Liebe und Glück von Dauer als erwartet kommt auf euch zu, ja. Also vielleicht sogar noch ein romantischer, schöner Dienstagabend. So, und jetzt schauen wir es uns an für das Element Wasser. Auch da schauen wir hinein. Das sind die Sternzeichen Krebs, Skorpion und natürlich die Fische. Ein Glücksbote liegt dabei, ja. Und vor allen Dingen auch die Liebe. Der Tag über eine kleine Verärgerung liegt hier mit dabei. Auch immer ein bisschen aufpassen. Hier soll man mit Treff 8 immer ein bisschen geduldiger sein im Tag, ja. Vielleicht stimmt dich etwas traurig, doch umringt von positiven Karten ist es alles gar nicht so schlimm. Der Tag gestaltet sich sehr, sehr, sehr gut. Und hier muss ich sagen, am Ende auch ein ganz romantischer und schöner Abend. Ich wünsche euch einen tollen Dienstag. Euer Malkiel. Mucho, mucho amor.